Seit 2015 bietet Honda die zweite Generation des HR-V an. Die Vorgängerversion eines hochbeinigen, kantigen SUV ohne Allradantrieb hatte eine eher wechselhafte Karriere, weil sie zeitweise auch nicht mehr präsent war. Die aktuelle Version dagegen bietet auf den Abmessungen eines Kompaktwagens sowohl vom Design, Ausstattung als auch Preis alle Voraussetzungen, sich besser zu etablieren. Auch für große Personen bietet der HRV einen bequemen Einstieg und eine angenehm hohe Sitzposition. Der tiefe Boden bietet nicht nur angenehme Kniewinkel, sondern auch die Möglichkeit, die Rücksitze getrennt voneinander ebenerdig zusammenzufalten. Insbesondere die weiße Lackierung mit den getönten Seitenscheiben sowie die versteckt platzierten Griffschalen der hinteren Türen lassen den HRV durch die abfallende Scheibenlinie wie ein Coupé erscheinen. Die Silhouette trügt jedoch. Die Kopffreiheit auch auf den hinteren Sitzen ist vollkommen ausreichend bemessen. Ich fahre die 1,6 Liter E-DTEC Dieselmotorisierung mit dem manuellen Sechsganggetriebe, das mich restlos begeistert. Dieser Motor leistet zwar nur 120 PS, bietet jedoch ein Drehmoment von 300 Newtonmeter. Mit diesem Niveau lässt sich ausgesprochen schaltfaul fahren, da bereits bei 2000 Kurbelwellenumdrehungen eine Geschwindigkeit von 106 km/h im sechsten Gang und das nach GPS anliegt, sind auch relativ hohe Reisedurchschnitte bei zivilen Umdrehungen möglich. Auch der HRV bestätigt, dass diese 1,6 Liter Dieselmotorisierung ausgesprochen sparsam gefahren werden kann. Verbräuche um die 5 Liter auf 100 Kilometer sind durchaus die Regel. Dementsprechend reicht eine Tankfüllung von 50 Liter Diesel regelmäßig für 950 Kilometer oder mehr.